He is the leader of the bunch. You know him well. He's finally back to kick some okay, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario Rabbids DK Donkey Kong DLC heißt das, glaube ich. Willkommen zurück zu Donkey Kong. Ganz genau. Vergesst bitte den Anfang. Ihr habt das nie gesehen. Oh, Rabbit Kong. Let's go dann! Erstmal, Rabbit Peach ist jetzt wirklich so dreckig für diesen Kampf. Mega cooles Gimmick. Muss man an der Stelle einfach mal sagen. Und ja, dann let's go. Halt, halt, halt! Geh nicht gleich in die Luft, Rabbit Peach. Rabbit Kong bekommt, was er verdient. Genau. Und es werden neue Plattformen eingeführt. Apropos DK, ich sehe ein paar faszinierende Bodenformationen. Wenn du drauf hüpfst, machst du einen Sprung vorwärts über weite Distanzen. Naja. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal ganz kurz in die Weapon-Zentrale und gönnen Rabbit Peach eine neue Waffe. Ey, die Musik, sie ist so wunderschön. Leute, ihr könnt es nicht anders formulieren. Die Musik ist skandalös gut. So, DK kann da hochhüpfen. Lohnt sich Vampire-Schaden? Eigentlich nicht, aber wir nehmen es mit. Kann ich hier rüber schon? Ja, kann ich. Hier auch? Ja. Oder wir nehmen ihn und... Wir nehmen ihn und throwen ihn. Also das heißt, wir steppen hier links lang. Taken dich. Steppen hier hoch. Jumpen hier rüber. Dann noch so ein. Wie oft kann ich das eigentlich machen? Okay. War nur eine Frage. Entspannt euch. Der Grobian kommt hier safe nicht. Oh, der kommt hier safe hoch. Oh, aber er kommt nicht jetzt hier hoch. Dann throw ich auf ihn. Muss ich hier klicken? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, ob es beim alten Spiel hätte sein müssen. Aber ist ja egal. So, bam. Ich glaube, der ist ein bisschen Aua jetzt auf dem Kopf. Beide. Ob ich das Risiko eingehe? Nein, tue ich nicht, aber tue ich. Ja, voll und ganz. Rabitus Cranky. Naja, wir können nicht viel machen. Die können da nicht hoch. Ohne eine Röhre. War da hinten eine Röhre. Ich heule. Ich würde eher in die Masse rein. Double Time? Maybe wäre schon smart, aber nein. Mit Rabbit Peach können wir hier hoch und haben davon eigentlich gar nichts. Hat doch der Grobian, könnte uns nicht erreichen. Actually nice. Das heißt, wir konzentrieren uns auf den Grobian mit einem Hochsitzbonus. Komm, let's go. Bam hier. Schade. Jetzt muss ich mich halt entscheiden, was genau ich tue. Der hier macht halt zusätzlich nochmal Schaden. Also warum nicht? Da sehe ich mich auch cranky. Und DK macht halt 3 Schaden gleichzeitig. Zack, zack, zack. Er fängt an zu walken.
Und er gettet jetzt von DK. Oh, und er schießt auch noch rein. Strong. Aber er läuft halt. Er wurde jetzt auch irgendwie davon beeinflusst. Ah, maybe, Cranky, du solltest... Kann ich... DK würde halt ein bisschen Schaden nehmen. Wo lebt denn noch einer? Hello from the other side? Oh, ich kann niemanden, weil ich gerade schon gedingst habe. Let's think so. Er wird eh nicht viel machen können. Es ist ein Ziggy, also come on. Und Rabbit Peach kann danach heilen. Also warum nicht? Let's go. Machen wir das so. Er gettet jetzt halt, er tankt ein bisschen. Ah, 60. Easy. Ihn habe ich nicht gesehen. War jetzt ein bisschen eine dumme Aktion, aber ihn habe ich übersehen. Das tut mir leid. Aber dann ist er jetzt gar nicht so. Rabbit Peach hat Dings, gell? Aber Rabbit Peach kann. No way! Kannst du. Kannst du einfach Rabbit Frankie. Das ist doch gescriptet. Aber Rabbit Cranky kann sich doch bewegen. Nee, Rabbit Cranky darf sie nicht besiegen. Rabbit Cranky muss weg da auf Pete machen. Wie weit kann Rabbit Cranky laufen? Bis hinter den Block. Dann stellen wir Rabbit Peach dahin. Ich habe ihn nicht gesehen. Ach man, ich muss darauf mehr achten. Beide haben's an. Ey, wenn Rabbit Peach jetzt stirbt. Hinein tut sie. Aber trotzdem. Du Miesling. Ich töte dich jetzt. Wenn ich von hier throwe, hab ich's auf ihn. Ja, plus Abseits. Warum nicht noch das Abseits gönnen? Let's go. Weg da. Sehr schön. Tot? Hat sich gelohnt. Ach, dich dash ich erstmal. Und dann hole ich mir einen Vector. Und. Soll ich einen offenen machen? Warum nicht? Komm. Normalerweise sollte ich von dem Vampirschaden nicht beeinflusst werden. Weil Cranky aus der Luft schießt, genau. Wenn ich jetzt mit ihr schieße. Er kommt nicht an sie ran. Das ist gut. Shazam. Weg da. Sehr schön. Ich habe Shazam nicht mal gesehen. Das ist doch scripted. Mit Luck könnte er tot sein. Ich schläfe ihn ein. Vielleicht, aber auch nur vielleicht. Macht er dann kein Verfolgen, wenn ich ihn treffe. May the luck be with me. Sehr schön. Jetzt noch du. Kleiner Miesling. Kannst aber nicht laufen, weil du schläfst. Komplett verschwendete Runde von dir und deiner Mannschaft. Welche Mannschaft? Dich nehme ich. Dich throw ich. Einfach mal offen hier rein. Lass mal hier hin. Damit ich von den beiden so ein bisschen in die Mangel genommen wird. 20 Damage. Okay, es ist okay. Und jetzt kommt einfach Sprungschaden noch reinfügen. Wäre schon nice gewesen. Rabbit Peach, dir gebührt die Ehre, ihn komplett wegzudashen. Um mit einem Sprung dich hier zu platzieren. Wir haben gewonnen. Nicer Kampf.
hat sehr, sehr gut funktioniert. Es tut mir leid, dass ich gegen das Mikrofon gekommen bin. Rache des Rabbit Kong abgeschlossen. Und wieder eine Rune. Aber Geld ist wichtig. Ninjago. Keine Ahnung, ob ihr das noch kennt. Die Serie wurde irgendwann neu aufgelegt und ist einfach nur noch Müll geworden. Aber damals, da war sie noch. Das mit dem Greenscreen hier an den Kopfhörern, das stört mich sogar schon, ich würde sagen, immens krass, aber ich lasse es einfach. Wird, wenn es euch nicht stört, wenn es euch stört, schreibt es in die Kommentare, wenn es euch nicht stört, dann ist doch gut. Weißt du, als du sagtest, du wolltest uns etwas zeigen, hättest du ruhig etwas präziser sein können. Rabbit Kong bei allen. Wie ist er hierher gekommen? Und wie stark er aussieht, er muss trainiert haben. Ja, ich auch. Mit dem Wolvik-Wasser. Apropos Wolvik-Wasser. Es ist einfach viel zu warm heute. Oh, ey, das ist so ein guter Bosskampf. Oh mein Gott, das ist so ein stronger Bosskampf. Kommen wir später zu, ich will nichts spoilern. Bisschen spät, aber ich blende mich dann doch mal aus. Boah, das Kernstück der Waschmaschine befindet sich also ausgerechnet mitten im Unterschlupf von Rabbit Kong. This way, this way. Und es wird von einer Armee bewacht, irgendwo hinter diesem riesigen Tor, für das man 2 Schlüssel braucht. Na wunderbar. Ohne Zweifel sind die weit verstreut und werden von bösen Brutalos verteidigt. Wie immer halt. Wir müssen diese Schlüssel finden, schnell! An der Stelle, die Story ist wirklich gar nicht mal so schlecht. Also nicht schlechter als die Hauptstory auch. Hier ist Open World so ein bisschen. Da könnt ihr ein bisschen umschauen. Ich weiß nicht, ob es hier was gibt. Außer, Banana. Aber man kann sich trotzdem immer mal umschauen. Oh, das sieht ultra secret. Hier gibt's nix. Außer Bananen halt. Aber wir können nicht ins Wasser, schade. Ich würde da so gerne einfach reinspringen. So wie der Vogel gerade. Zack. Okay, dann lasst uns mal die ersten Rätsel machen. Das gesamte DLC, Spoilerwarnung, ist sehr rätsellastig. Also, wir werden bei Weitem bei sehr, sehr weitem nicht. War eine dumme Idee. Ah, nee, war es gar nicht. Wir werden bei weitem nicht alle Rätsel schaffen. Deswegen 100% hier unmöglich. Hier hätten wir da schon mal ein bisschen was gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe, das Rätsel. Da ist ein Bad, den presse ich jetzt. Der öffnet da hinten was, das habe ich gesehen. Ah, dann können wir direkt zu der Chest. Und zu dem blauen Schalter. Aber wir gehen erst zur Chest. Die Belohnung, der Loot.
Und wir bekommen ein 3D-Modell von einem Tropensammler. Eine Fackel ist an. Sehr schön. Ich nehme trotzdem die Bananas. Die können wir auch runter. Da schauen wir gleich rein. Weiß nicht, was da unten gibt. Aber da dachte ich voll schon, man könnte runter. Oder holen wir vorher noch den Loot? Ja, wir gehen zuerst runter. Ich habe gesagt, wir gehen zuerst runter. Irgendwie finde ich, ist es auch immer hilfreich, so wenn man sich YouTube-Videos anschaut und einfach dann weiß, wie das Rätsel funktioniert. Deswegen schneide ich auch nicht, wenn ich an irgendwas hänge, nicht raus. Weil sonst habt ihr nachher keine Ahnung, wo wir sind und was ich genau gemacht habe. Deswegen Rätsel immer ungeschnitten, auf jeden Fall. Wenn man Kämpfe verliert, vielleicht wieder schneiden, bis man sie hat oder bis zu einem gewissen Punkt schneiden. Aber vor allen Dingen, Rätsel müssen drinnen bleiben. Damit Leute, die sich das anschauen, auch eine Hilfe haben. Ich glaube, Let's Plays sind auch immer so eine kleine Hilfestellung. Ich habe es auch schon häufiger gemacht, dass ich ein Let's Play nebenbei laufen lassen habe, während ich selber gespielt habe, weil ich einfach ein paar Probleme hatte. Dieser Green Button. Und noch safe runter. Kommt man nicht? Kommt man hier runter? Ah, wenn man gelb drückt. Und gelb? Oh, wir können hier durch. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, was der blaue Schalter gemacht hat. Ich war zu vertieft in meine Reden über Rätsel. Jetzt können wir da runter. Okay, ich glaube nicht, dass das jetzt ein Rätsel ist. Also ich weiß nicht, ob man das als Rätsel nennen kann. Das ist ja kein Rätsel. Ihr drückt einfach nur Knöpfe nacheinander. Ah. Egal. Ich finde, es ist unterhaltsam. So ein Gemälde, und zwar das Schiffswrack. Die Schiffswrackbucht. Jetzt müssen wir noch hier hinten hoch. Dann pressen wir den Stock daher. Oh. Wir nehmen natürlich die Bananas mit. Jumpen hier runter. Und... das ist mega unnötig. Aber wir schieben den Block dahin. Wir schieben ihn dahin. Und let's go. Holen uns die letzte, die vorletzte Chest. In der Mitte war ja noch eine. Genau, wir haben einen Tropenziggy bekommen. Als 3D-Model. Und dann straight up hier hoch. Bananen einsammeln. Und in der Chest sind 10.000 Runen. Oh, die ist Silber. Ich glaube, das soll Silber sein. Oh, es sind wirklich Runen drin. Wie viel? Dann habe ich eine. Das fühlt sich halt null rewarding an. Deswegen finde ich das ein bisschen schlecht gelöst. Aber come on. Ist halt so, wie es ist. Kann es nicht enden. Essen, essen, essen. Oh, hier kann man was anschauen. Da hat einer das Sonnenbad falsch verstanden. Hier lernt man, dass man sich nie unter ein riesiges Vergrößerungsglas legen sollte. Es sei denn, man ist schon gut vorgebräut. Hippo, der war unlustig. Tut mir leid, aber der war... aber die Musik ist überall wunderschön. Ich glaube, ich benutze sie auf jeden Fall im Outro. Zerstöre böse Bananen. Jeder, der sich diesen Titel durchliest, denkt sich jetzt bitte was? Es gibt diese Glitch-Bananen-Felder, die im Spiel böse Bananen heißen. Ich nenne sie Glitch-Bananen. Fertig. Klingt nach einer Indie-Band. Ja, könnte. Aber eigentlich ist die Quelle von Rabbit Kongs neu erlangten Fähigkeiten. Diese müssen wir zerstören. Und dann würde ich sagen, ist gut. Rabbit Kong hat Schergen, die sie überall für ihn lagern. Wir haben keine Wahl. Wir müssen diese bösen Bananen zerstören. Sagst du zu jeder Bananenschale was? Dankeschön. Let's kämpf. Wo muss ich denn als erstes? Lass mal hier rüber jumpen. Das sieht doch schon mal... hier rüber? Ja, da komme ich nicht hin. Wenn ich hier rüber jumpe und so throwe, mit maybe bisschen Luck, könnte das ein guter erster Wurf werden. Komm, 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 let's go, let's go, let's go, go, go. Zack. Genau. Also, den Sprung haben wir vorher schon gesehen. Oder in der letzten Folge, ich weiß es nicht ganz. Der ist weit geflogen.
Lohnt sich das schon? Ich weiß es nicht. Wenn es sich nicht gelohnt hat, dann hat es sich halt nicht gelohnt. Nee, hat sich nicht. Okay. Yo, gibt's hier denn auch Bad Bananas? Wir sollten vielleicht ein bisschen auf Rabbit Cranky aufpassen. Der ist so ein bisschen weiter hin. Komm. Yes. Für alle Leute, die fragen, wo das letzte Video von Kirby bleibt. Das ist mir vorher eingefallen. Maybe. Gebt mir die Thumbnail-Vorlage, weil die auf meinem anderen Computer ist. Und dann müsst ihr einfach noch ein bisschen euch beruhigen. Das macht damn guten Damage. Bam. Zack, böser Blick. Er bewegt sich nämlich safe. Wenn er stehen bleibt, mega Betrug. Können wir noch was? Hey! Eben, das dachte ich mir. Maybe mit Luck treffen wir noch die Bananen? Nee. Er lebt noch? Okay, er macht Bubble. Oha! DK! Junge, wie nice! I like that! Weil wir müssen. Nee, wir machen das strategisch richtig gut. Ich stell mich nämlich dahin. Eben nicht zu offen. Ich werde da so eine Bombe reincrashen. Komm. Ulti. Nice one. Zack. Ich weiß nicht, ob man das Stampfattacke nennt. Aber Stampfattacke. Und die Bananen sind down. Die Leute nach, weiß ich nicht. Wo machen wir mehr Schaden auf die Bananen? Ja. Smash that. Ich glaube, das macht relativ gleich viel Schaden. Wir müssen dann hier abdüben dann nachher. Deswegen ist, glaube ich, die Platzierung hier gar nicht so schlecht. Wir throwen das hier rein. Wir sind hier nur mit DK, deswegen dauert es hier ein bisschen länger, Bananenpits zu zerstören. Aber das ist okay. Uns fehlt nur noch eine dann. Also jetzt, wenn die Runde gleich vorbei ist, die da hinten. Und dann lass uns mal logisch geweiht das da. Wie weit kann ein Kranken? Du kannst bis zu dem Block da. Kann das Rabbit Peach? Rabbit Peach kann bis hierher und Cranky too. Ja, komm, stellen wir uns einfach mal offen hin. Was soll schon groß passieren, außer dass wir alle sterben? Und Weitersprung. Nach hier oben? Lohnt sich das? Ich glaube eher nicht, deswegen jumpen wir hier unten hin. Da sind wir auch so halbwegs gesichert. Als ob die Bananen das überleben. Wie viel macht denn der Bodenhauer? Keine Ahnung, ich hab das noch. Bodenhauer. Dahin? Guck hin? Er könnte mit Luck, könnte er sie rausnehmen. Als ob. Wie. Also, nee. Das bockt halt null. So, jetzt sind sie raus. Fertig, Punkt. Zug beenden. Das ist mega unnötig, mit einem Charakter dahin zu gehen. Mal schauen, was die machen. Okay. Das sollte aber maybe ganz easy sein. Nein! Das ist nicht sein Ernst. DK, wie...
An der Stelle gibt es einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann gleich. So. Diesmal hat das Ganze ein bisschen schneller geklappt. Beide Pits sind kaputt und der Grobian hinten ist noch nicht gespawnt. Heißt, wir haben jetzt ein bisschen mehr Möglichkeiten. Aber es leben halt auch noch ein paar Gegner. Aber wir können eigentlich ganz easy hier rüber traveln. Und hier mal so ein bisschen Gegner reinschmeißen. Das hat jetzt 5 Minuten gedauert, bloß tatsächlich. War gar nicht so aufwendig. Immer zuerst auf die Pit. Immer zuerst auf die Pit. Ja, ne, überlebt sowieso nicht. Also damn, weg damit. Okay. Zwei stehen jetzt noch komplett hier oben. Rabbit Cranky muss auf jeden Fall ein bisschen safer stehen. Ich würde sagen, wir kümmern uns einfach mal hier um die Gegner. Weil kann den Rabbit Cranky laufen. Auch bis hinter dem Block. Gut, dann eben genauso, wie ich es machen wollte. So. So. Damit uns die Gegner einfach nicht zu viel zu großen Stress machen. Warum nicht? Warum nicht? Mit Rabbit, Peach und Dings da jetzt hinterzulaufen, lohnt sich eh nicht. Ich darf mich nicht direkt vor ihnen stellen. Sonst könnte ich Rabbit Peach mit der Dings treffen. Stronger Schuss. Und mit Luck ist er vielleicht sogar noch weg. Ja. War das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Ey, dieser Schwachmacher. Leute benutzen den wirklich. Dich nehme ich. Ich könnte ihn jetzt da drauf werfen. Maybe klappt es sogar. Meine Idee. Kriegt nämlich noch Abseits. Ich mache zu wenig Schaden. Bitte. Wenn wir Rabbit Cranky hier hin und mit Rabbit Peach jumpen wir. Ja. So und. Nein, wir können ihn von hier schon treffen. Ich weiß es nicht. Dann lass uns mal so offen wie möglich spielen. Vielleicht lenkt die Bombe ein bisschen ein paar Schüsse auf sich. Ich weiß es nicht. Und dann machen wir den Bodenhauer. Damit ein bisschen Damage in das Ding reingeht. Dann hoffen wir, dass nicht allzu Schlimmes passiert. Oh, den habe ich nicht. Weil der sollte auch keinen Stress machen. Er schießt auf die Bombe. Strong. Okay. Das war mir klar von Anfang an. Aber wir haben gewonnen. Weil Grobiane machen Flächenschaden, deswegen wusste ich das. So, und wenn euch an der Stelle die Folge gefallen hat, zeigt das mit einer positiven Bewertung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wir hätten sogar 8 Züge brauchen dürfen. Bis dann und ciao, ciao, Leute.